F1 2017 ist zu Ende. F1 2018 dauert noch ein klein wenig, bis es losgeht. Und Rainbow Six Siege springt mal wieder voll ein. Und damit hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 35. Das Abstimmungsvideo zu F1 2018 für unsere Karriere habt ihr vielleicht schon gesehen. Und losgehen soll es, wie schon da angekündigt, voraussichtlich ab dem 10. September, weil ich jetzt eben die 4 Rennwochenenden auf Vorrat aufnehmen möchte, damit ich dann einfach, wenn ich einmal begonnen habe, die Karriere auch wirklich regelmäßig kommen lassen kann. Und so erlebt ihr jetzt einfach mal eine kleine Formel 1 Pause, zumindest von freiem Training, Qualifying und Rennen, denn hab mir ein paar Kleinigkeiten überlegt, die ich jetzt einfach die nächsten Tage so bringen möchte. Zur Formel 1, noch ein klein wenig aus F1 2017, aber eben auch einiges zu F1 2018. Kleinigkeiten zur Überbrückung, die ich jetzt einfach mal für mich und für euch dazwischen schieben kann. Und F1 2018 habe ich mir letztendlich nicht im richtigen Laden geholt, sondern auch online als Spielerschlüssel. Ich habe nämlich am Freitag in zwei Läden geguckt und habe nichts gefunden, habe ich nachgefragt, haben sie mir gesagt, das war noch am Vormittag. Ja, tut uns leid, die vielen, vielen Exemplare von F1 2018, die wir hatten, ja, die hatten wir. Die waren alle raus, habe ich aber geguckt. Das ist jetzt schon länger nicht mehr gewesen. Selbst im Mediamarkt, der sonst immer haufenweise von den Dingern hat. Also entweder haben sie wirklich viel zu wenig bestellt, kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Tja, oder die Nachfrage war wirklich so groß. Ich kann es ja verstehen, denn F1 2018 ist, soweit ich das bisher beurteilen kann, ein tolles Spiel. Aber es ist bloß ein ganz kleiner Einblick. Ich habe jetzt bisher die Einstimmung für das Rennwochenende in Italien und Singapur aufgenommen. Und ansonsten habe ich sehr, sehr viel eingestellt, ausprobiert und anders eingestellt. Ein Teil davon werdet ihr dann einfach die nächsten Tage noch sehen können in ein paar kleinen Videos. Aber bisher macht F1 2018 wirklich einen guten Eindruck. Kann mich nicht beschweren. Na wobei, ins Ohr gefallen ist, war der Sound. Also, dass es da wieder so ein paar kleine Soundaussetzer gibt, wie zuletzt bei F1 2015. Ist eine Kleinigkeit, ja, aber wirklich sehr unschön, weil es einfach auch gar nicht sein muss. Soundaussetzer, aber bisher bloß im Hauptmenü. Also, während des Fahrens wüsste ich gerade gar nicht, müsste ich mal drauf schauen. Also, ist mir zumindest nicht bewusst geworden. Entweder muss ich mich so sehr auf das Fahren konzentrieren und habe das gar nicht geschnallt, oder, ja, muss nochmal genauer zuhören. Aber wirklich bisher ein guter Eindruck von F1 2018, den ich da bekommen habe. Und ich bin mal gespannt, für welches Team ihr euch so entscheiden werdet. Abstimmung läuft ja noch. Auch das erwähne ich gerne nochmal bis Montag. Bis kommenden Montag, irgendwann im Laufe des Nachmittags des 27.08. Dann werde ich mich am Montagabend mal ans freie Training setzen. Das wird auf jeden Fall länger gehen als eine Stunde. Bei F1 2017 bin ich ja auch über die 100 Minuten hinausgegangen. Ja, da kann ich mich, glaube ich, noch daran erinnern. Da habe ich doch gesagt, meine Stoppuhr, die ich eben nebenbei mitlaufen habe, die geht bloß bis Minute 99, Sekunde 99. Ja, da war was. Da dämmert was. Und jetzt haben wir noch das ERS-Programm. Im freien Training, da wird allgemein das Freitraining nochmal ein Stück länger werden, aber umso besser, oder? Je mehr wir vom Spiel sehen, umso besser, aber bin mal gespannt, ob das auch bei kommenden Ablegern sich nochmal etwas mehr ausweitet. Wenn ich da zum Beispiel an F1 2015 denke, da bin ich einfach ein paar Runden für mich gefahren, da gab es wieder kein Trainingsprogramm, da ist man einfach gefahren, um wieder reinzukommen. Da gingen die freien Trainings so ungefähr eine halbe Stunde. Das war für mich einfach so ein in die Strecke, in das Spiel wieder reinkommen. Nicht mehr und nicht weniger. Und mittlerweile haben wir Trainingsprogramme, mit denen wir einfach Ressourcenpunkte verdienen. Ja, aber wo? Ich muss mal schauen. Ich bin ja ein Freund von, ich nehme gerne ein Rennwochenende an einem Abend auf, also an einem Stück. Das wird jetzt auch etwas knapper.
Wenn das freie Training länger wird, gut, am Qualifying ändert sich nicht viel, aber das Rennen, die 50%, das ist soweit auch geritzt. Ich sitze jetzt schon 4-5 Stunden daran, um die 3 Folgen fertig zu machen. Das wird nicht weniger. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, die 6 Minuten freies Training mehr, ERS-Programm, die werden es jetzt nicht rausreißen, aber das wird mehr und mehr. Ich hoffe, ich muss nicht irgendwie mal abweichen, denn also von meinem Vorhaben, freies Training, Qualifying und Rennen relativ nah aneinander zu reihen für mich zum Spielen, denn ich will einfach im Rhythmus bleiben. Wenn ich auf einer Strecke bin, will ich da auch an einem Stück durchfahren. Mal schauen, wie das in Zukunft sein wird. Ja, und dafür, dass F1 2017, 18 gerade nicht kommt, hat sich Rainbow Six Siege gesagt, wir nehmen den Spezialeinsatz an und füllen die Woche mit 7 Folgen. Jeden Tag eine Folge Rainbow Six Siege für die nächsten 2 Wochen. Habe ich mal so angedacht. Ist jetzt kein Formel 1 Ersatz, soll es auch gar nicht sein, aber wenn ich nun mal jetzt zwischen F1 2017 und F1 2018 2 Wochen Zeit hatte, dann habe ich mir halt die Zeit genommen und habe was anderes gespielt. Rainbow Six Siege würde es freuen und euch vielleicht auch. Und dann geht es dann bald, womöglich am 10.09. los, mit F1 2018. Ich werde, wenn sich daran was ändert, oder im übernächsten Wurzensonntag sowieso, das Ganze nochmal ansprechen. Also, ob es nun wirklich losgeht, ja oder nein. Und wenn ja, dann seht ihr das sowieso im Sendeplan. Nun gut. Freue mich auch, dass es nicht mehr so warm ist. Gerade dieses Wochenende, das waren gerade mal Höchsttemperaturen von 20 Grad. Meinetwegen können es 21 Grad sein, aber 20 Grad ist echt angenehm. Wenn es zu kalt ist, dann ziehst du dir einfach einen Pullover drüber. Ach, das wird bei F1 2018 hoffentlich auch angenehm zu fahren sein. Mit nicht so dollen Temperaturen. Aber egal. Mal sehen, ich freue mich auf F1 2018 und auf die vielen anderen tollen Spiele. Und ich hoffe ihr auch und wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.